Also dann, wo kommen wir hier hin? Wo kommen wir hier raus? Was gibt's hier, was man sonst nirgendwo könnte? Also eventuell so einen ganz schmalen Gang irgendwo über den Dächern der Welt lang zu laufen. Oder einfach nur in irgendwelchen Höhlen. Das geht natürlich auch. Nee, sieht nicht so aus, als ob es hier was geben könnte. Nö, nicht wirklich. Aber wo kam ich denn normalerweise hin, wenn ich hier oben lang gelaufen wäre? Dumm. Aha. Gibt's hier vielleicht... Hier gibt's nichts. Hier könnte irgendein einzelnes Gebiet sein. Sag mal, was ist das jedes Mal mit den eingestürzten Dingern und denen hier? Komm schon. Das muss doch irgendeinen Weg geben, das Zeug hier aufzumachen. Die Teile stürzen doch nicht einfach so ein. Mein Gott. Hier kommt man dann hier runter. Aber wo kommt man dann runter? Diese Fackeln hier, die machen mich ganz wuschelig. Okay, komm. Nee, das war nicht so ganz wie geplant. Ich dachte, die Ketten halten das noch irgendwie. Wieso ist hier alles zu? Ich will doch einfach bloß da rein. Meine Güte. Eigentlich muss ich mit der Armageddon-Klinge doch da reinkommen. Ja, komm. Nee. Das sieht aus, als könnte man das hier irgendwie anzünden und dann explodieren lassen. Und das will einfach nur nicht so wie geplant. Nee, der will auch nicht. Eventuell näher ran. Nee. Und von dieser Seite. Okay, und wenn wir den machen. Bam, nee. Auch keine krasse Kombination hilft da. Und jeden Stein einzeln da wegziehen ist auch nicht drin. Sehr schön. Das Einzige, was man dagegen machen könnte, ist das Ding. So, na dann, testen wir es mal. Okay, dreimal und danach ist Schluss. Okay, gut. Das Ding funktioniert schon mal nicht. Was hätten wir noch mal im Angebot? Portal, Dings, Dings, Dings. Ja, die gute Gnade hat man eigentlich lange nicht mehr benutzt hier. Heiliges Ding. Aber nee, das ist es auch nicht. Immer so ein bisschen nervend, wenn das, was man sich gerade ausdenkt, nicht so ganz nach Plan läuft. Na dann. Aber ich hatte ja noch einen so einen Teleportationskreis irgendwo. Und den wollte ich ja schon noch rausbekommen, wie der funktioniert. So, ist hier noch... das Ding muss ich noch deaktivieren. Das Ding ist nehmen wir noch an. Die beiden sind aus. Wenn ich das noch irgendwie hinbekomme, da hochzukommen... Yep. Das Ding muss auf alle Fälle noch irgendwie aus. Wie komme ich denn nach? Hier geht's nicht hoch, aber hier. Wie komme ich jetzt eine Etage weiter höher? Sieht man hier eventuell irgendwas Unsichtbares? Ah, ah. Damit könnte man bloß dieses Slow-Mo-Ding reinmachen. Aber der Gang hier hinten sieht mir sehr, sehr suspicious aus. Kommt man denn von irgendwo anders wieder da hoch? Na gut. Gehen wir erstmal wieder hier diesen Gang lang. So geht denn das nicht? Jetzt. So, und schön nach oben gehen.
Immer schön schnell, nicht, dass uns noch irgendwas erwischt. So. Okay, wir kommen hier nicht hoch. Aber ich habe das Gefühl, man kann das deaktivieren. Ich weiß nur noch nicht wie. Muss da hochkommen. Wie komme ich da hoch? Das ist jetzt das Geheimnis, was ich jetzt lüften müsste. Zumal hier unten dann noch irgendein Schatz ist mit irgendwas drin. Irgendwas Legendäres, bla 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 und so weiter. Ja, hier haben wir schon mal ein Loch, das ist klar. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das das war, was wir überhaupt angehalten haben. Oder ob es der hier ist. Moment mal. Aha. Aha. Wieso sehe ich ein Plus hier nach unten? Das ist gemein. Man kommt ja in ein komplett anderes Gebiet, wenn man hier runterfällt. Man sollte schon wissen, wo man hier schon mal gewesen ist und wo nicht. Ich hasse dieses Land, ey. So zum Kotzen. Okay, hier hinten ist aber noch so ein kleiner Raum, den wir noch nicht entdeckt haben. Oder eigentlich schon entdeckt haben, aber nicht so richtig wahrgenommen. Aber trotzdem. Kommt auch selber raus. Okay. Wow. Okay, jetzt ganz schön weit runter. Weil ich jetzt noch keine Ahnung habe, wo ich hier rein könnte. Oder ob ich schon mal hier unten gewesen bin. Werde ich jetzt einfach mal hier runterspringen und hoffen, dass irgendwas Schönes passiert. So, Moment mal, wo bin ich? Ich bin hier. Normalerweise wäre ich dann wahrscheinlich ins Wasser reingefallen. Genau. Also wäre alles so wieder gewesen wie beim ersten Mal, als ich hier hingekommen bin. Oh, nee, Moment. Ich muss hier nach oben. Ich sehe halt jedes Mal diese Pferde, ey. Die machen mich ganz wahnsinnig. Ach, Mann, ey. Es muss doch einen Weg geben, die Dinger hier anzuzünden, ohne sie anzuzünden. Und wieso gibt es 1, 2, 3, 4, 5 Mal diese Teile? Und die sind sogar aktiv. 1, 2, 3, 4. Aha, 3, 4. Ja, es sind 4. Ja gut, damit hat man eigentlich die Decke hier runter gesprengt. Oder hat man das? Ja, hat man. Oh shit. Na komm. Ich will jetzt wieder hier hoch. Hups. So, erstmal wieder Richtung Ausgang hier. Was so schön war. Mann, ey. Nichts ist schlimmer, als ein Gebiet zu erkunden und nichts zu finden, ey. Nicht cool. Überhaupt nicht cool. Aber ich hatte noch irgendwo ein Teleportationsscheibchen gefunden. 2. Einmal an der Decke da und dann nochmal irgendwo am Rand. Aber ich weiß noch nicht mehr, wo genau das gewesen sein könnte. Das nervt mich jetzt ein klein wenig. Ja, und genau. Oh, komm, ich will jetzt auf mein Pferd. Die haben hier nicht rumzureiten. Jetzt komm her. Na egal, die ignorieren wir jetzt. Einfach nur wissen, was ich hier nochmal mitnehmen könnte und was nicht. Okay, dann ignorieren wir es halt nicht. Und nochmal rum, was so schön war. Leider weniger. Und den müsste ich eigentlich auch nur noch einmal treffen. So. Wenn er wenigstens die Pistole im Sand benutzen könnte. Wieso hat denn der nie angegriffen gerade? Hallo, du sollst schon mal ein bisschen reiten. Dankeschön. Gehen wir jetzt mal gen Süden irgendwie. Was nicht ganz hingehauen hat, weil ich mich verpferdet habe. Ich habe mich vergaloppiert. nee. Da hinten ist der Eingang, genau. Und ich habe jetzt eigentlich auch
keine Lust mehr, irgendwelche Gedanken zu machen, wie die ganzen Teile jetzt nochmal miteinander zusammenhängen könnten. Und will jetzt einfach nur wissen, wo dieses eine Teleportationsding gewesen sein kann. Wow, zwei Artefakte. Ah, ein ganzer Zonkern. Das ist cool. Also wenn man Vulgrim das Ding bringt, dann entlohnt er einen richtig gut, muss ich sagen. Ja, das dürfte es aber fast schon gewesen sein. Was machen wir denn jetzt mal mit dem Rest? Ich weiß gar nicht, was ich mir holen könnte. Na gut. Also irgendwas muss ich mir auf alle Fälle jetzt langsam mal holen. Die Frage ist bloß, entweder irgendwas mit der Klinge oder hier irgendwas. Ach ne, die Rüstungen sind schön. Yay, haben wir uns das geholt. Ja, wo waren wir jetzt gerade nochmal? Also beim glühenden Galgenturm kam man irgendwo hin. Die Frage ist nur, wo das war. Ich will jetzt nämlich schon wissen, wo ich das gefunden hatte. Wo hatte ich dieses Teleportationsscheibchen gefunden? Das war in der Nähe von dem Golem auf alle Fälle. Unter der Erde, irgendwo am Rand, könnte man sagen. Aber wo genau? Und ich hatte ja so wenig Leben, deshalb konnte ich ja nicht so richtig gegen die Gegner kämpfen im irgendwo. Ah, genau. Dieses glühende Gefängnis da. Beziehungsweise der allgemeine Gang unter der Erde. War der hier? Weiß ich es gar nicht. Ach, egal. Ich will jetzt einfach mal ausprobieren. Vielleicht ist er hier, vielleicht auch nicht. So. Nee, nee, nee. Oh. Mann. Wo komme ich denn jetzt wieder raus? Bitte nicht ganz am Anfang. Ah. Natürlich genau kurz bevor ich da runtergesprungen bin. Au. Ich glaube, es hackt. Oh, da stecht man mal zur Seite weg. Und was ist? Ja, bam. Los, kriegt nochmal Schaden ab. Was so schön war. Und nochmal. Wow. Und umniete. Dankeschön. War das da eigentlich hier oder war das woanders? Ich sollte mir echt mal merken, wo das alles gewesen sein könnte. Kommt vielleicht hin. Oder auch nicht. Ne, hier war es auf alle Fälle nicht. Das war also der Gang links, dort wo es rote war. Oh, und wieder. Zack. Ja, genau. Den machen wir mal natürlich kalt. Weil nee, natürlich ist ja das Normalste der Welt. Wieso hat es den Gegner da hinten auf einmal weggekriegt? So. Ich mag es nicht, wenn die einen komischen Angriff machen und nicht von meinem Angriff nicht getroffen werden. Okay, ich hoffe jetzt einfach mal, das klappt, so wie ich mir das denke. Teleportationshandschuh, darin. So, zack. Wir haben jetzt ja eins. Hoffentlich bleibt das noch ein klein wenig bestehen. Ich mag es immer nicht, dass die Portale deaktiviert werden, wenn man einfach nur mal ein bisschen zu weit weg ist. Das ist nämlich schon gemein. Ich glaube, jetzt ist es deaktiviert worden. Das sollte jetzt eigentlich nicht sein. Ne, hier ging es nicht lang. Einos. Keine Ahnung, was das für ein Laden ist, aber Vulgrim hatten erstmal gut unter Kontrolle. So, meine Guten, jetzt gibt's erstmal Seelenzeit. Also für mich, nicht für euch.
Also, ihr seid dann Seelen. Ich nehme euch mit. Verdammt. Okay, das war hier ein. War das? Ja, genau. Hier geht der Gang nehmen wir noch nach links. Ja, genau. Das wollte ich nämlich wissen. Oder ich könnte hier unten natürlich durchschwimmen. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Also. Ja, gut. Das Rote wird immer als erstes gemacht. Habe ich hier nochmal checken. Irgendwo ein Portal übersehen. Oder sonst irgendwelche Kleinigkeiten. Nein, ist nicht. Das Portal ist noch da. Was ich jetzt aber brauche, ist eine Möglichkeit, da hinzukommen. Werden wir nochmal hier gucken, ob hier irgendwo so ein Portal ist. Okay, wo könnte hier ein Portal sein? Oh shit, nein, 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 nein. Oh Gott, nein, nein, nein. Oh, knapp. Ja, das ist jetzt blöd. Ausgerechnet hier. Aber ich glaube, ich bin am falschen Ort für dieses Portal. Hier war nämlich keins. Und genauso eigentlich auch bei dem anderen. Muss doch was sein, meine Güte. Hier, das sieht doch so aus. Nö. Mal wieder nicht. Nee, für mich ist der Weg viel zu weit. Anstatt da irgendwas zu finden. Wo könnte dann also noch was sein? Wie komme ich da rein? Ich könnte natürlich die Tür oder die Mauer wegschlagen, aber das funktioniert dummerweise nur mit großen Eisklötzen. Oh. Das war jetzt blöd. Ich musste nämlich da raus. Hier bin ich nämlich von. Komm, da muss ich hin. Und dieser kleine Gang hier an der Seite, der war meine. Nippala. Ja. Zum Glück hat das mal geklappt. Einer, wirklich. Wie kriege ich jetzt das dazu, so ein Portal hinzusetzen? Ist nicht wahr. Was soll ich denn da noch kommen? Aha. Sehr interessant. So, hier gibt's also etwas. Och, bitte nicht, oder? Komm. Also aus unerklärlichen Gründen geht's hier weiter runter. Ich habe keine Ahnung, wie man hier, naja, überleben soll. Oh, ja! Da gibt's doch bestimmt irgendwas, wo man sich langhangeln kann, hä? Da gibt's 100 Pro was zum Langhangeln. Oh, ja. Oh, ich bin sowas von gut, ey. Ja, ich bin sowas von... Da ist es doch! Und ich hab alle. Ich glaub's einfach nicht. Ich bin meisterhaft, echt. Ist nicht wahr. Und das Schöne ist, das Portal hat's noch nicht mal deaktiviert. Yeah! Und das alles nur für einen Zonenkern. Allen Ernstes jetzt. Nur von Zonenkern. Na gut. Aber egal, wir haben jetzt erstmal rausgefunden, wozu das ist. Jetzt ist aber noch eine kleine andere Sache rauszufinden. Und zwar hatte ich nämlich noch irgendwo anders so ein Teleportationsding gefunden.
Und jetzt muss ich erstmal wissen, wo das Ding gleich nochmal war. Das ist jetzt nämlich die Frage aller Fragen, die sie mir stellt. Ah, damn. Aber erstmal gehen wir zu Wulcrim, weil wir haben nämlich das letzte Teil und theoretisch hat er dann jetzt alle Embleme und müsste so freudig sein, dass er mir irgendwas schenkt. Wie wär's mit zwei Teilen der Abgrundrüstung? Wulcrim. Jetzt. Yay. Lebensstein. Okay, ich glaube, ich bin jetzt bei vollem Leben. Ich habe alles. Ich habe Maximum an Leben. Wie cool. Ja, nu? Wie kann ich, bescheidener Händler, dir so. Wo könnte der andere Portalstein gewesen sein? Wo war der bloß? Wow. Ja genau, wie weit sind wir eigentlich bis zum Level-Up von der Sense? Ach, das dauert echt ewig. Ich glaube, mit Waffenmeister waren wir da schneller. So. Das Ding können wir hier hinsetzen. Wow, hoppala. Na, komm doch ruhig zu mir. Zudem. Ah, hab ich dich ein bisschen outsmartet, hab ich dich. Au, ach. Ja, da war ich nicht schnell genug mit dem von A nach B gehen. Das ist schon ein bisschen nervig. Ach, Mann. Ich warte immer bis zum letzten Augenblick mit Dashen, aber das ist dann meistens immer viel zu spät. So, ist er jetzt endlich mal tot? Jetzt macht er schon wieder diese Mega-Sensen-Attacke. Hallo? Oder ich nenne ihn den Pflug. Ich bin hier, das ist dir schon bewusst. Das macht er echt so lange, bis der irgendwo irgendwas findet, wo der gegenhauen kann. Schon irgendwie mies. Hoppala. Autsch. Na gut. Und da ist er tot. Wie vorhersehbar. Und hier kann ich mal wieder das Pferd nicht benutzen. Ich kann das Pferd nur auf der Straße benutzen. Die war jetzt. Ich dachte schon fast, die wollten mich verarschen. Gut. Aber gehen wir also mal wieder zurück und machen mal eventuell die Invis-Sicht an, damit wir ein bisschen mehr sehen können. Ich habe bei... Nee, Moment. Ich werde jetzt einfach mal den rechten Gang lang gehen, weil da kam ich, glaube ich, in Würgeacker oder zum Würgeacker. Aber bevor wir das machen, machen wir jetzt erstmal kurz eine kleine Pause. Speichern eventuell nochmal anständig. So. Genau. Ich habe jetzt krass arsch viel Leben und so. Und naja gut. Ja, wir machen jetzt Pause. Also dann, bis dann und ciao, ciao.